Biosystemik ist im Grunde die Zusammenfassung meines kompletten beruflichen Backgrounds, das heißt meine Erfahrung als Führungskraft in der Wirtschaft, meine naturwissenschaftliche Denke, meine Art und Weise zu agieren und natürlich meine jahrelange Erfahrung als Coach. Dieser Multi-Background fügt sich in diesem biosystemischen Konzept zusammen. Die Frage ist, was ist es genau? Aus der Bionik kennt man das. Das heißt, mittlerweile ist bekannt, dass sämtliche technischen Innovationen sind eigentlich Ideen oder Anleihen aus der Natur. Und im Grunde mache ich etwas Ähnliches, nur dass ich die Prinzipien aus der Natur übertrage auf Unternehmen bzw. menschliche Organisationen. Das hört sich jetzt erstmal total abstrakt an. Was heißt das konkret? Ich überlege dann sehr häufig, jemand kommt zu mir mit einer bestimmten Fragestellung oder einem Problem, was er hat, und wir schauen dann gemeinsam in der Natur, gibt es da eigentlich ein Beispiel oder ein Vorbild, dass wir uns anschauen können, wie die Natur damit umgegangen ist und es gelöst hat. Wenn wir eins finden, gucken wir uns das genau an, dann lösen wir uns von dem Vorbild, gucken uns das Prinzip dahinter an und versuchen, dieses Prinzip auf die entsprechende Situation zu übertragen. Und Professor Frederik Vester, einer der renommiertesten Biokybernetiker, hat gesagt, die Natur ist das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Und ich denke mittlerweile auch, die Natur gibt es seit Milliarden von Jahren. Und die haben, das ist einfach ein lebendes, komplexes System, die haben über Milliarden von Jahren haben die Probleme gehabt, Krisen bewältigt, mussten improvisieren, haben Lösungen entwickelt und gefunden. Und das ist ein echter Lehrmeister, kein theoretisches Psychozeugs oder eine neue Managementmethode, sondern das ist fundiert, das ist nachhaltig, das ist praxiserprobt. Da können wir uns wirklich was von abschauen und es funktioniert, weil ein Unternehmen besteht auch aus Menschen, die Lebewesen sind, ist damit ein komplexes biologisches System.